Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Heute möchte ich mit dir über die Wechseljahre reden. Und zwar über die vorzeitigen Wechseljahre. Kinderwunsch und Wechseljahre, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und vorzeitige Wechseljahre, was ist das denn jetzt? Wechseljahre ist doch nur was für alte Frauen. Jein, die Definition besagt, vorzeitige Wechseljahre sind dann vorhanden, wenn du vor dem 40. Lebensjahr in die Wechseljahre kommst. Und es gibt durchaus ein paar Frauen, die das auch betrifft. 3 bis 5% aller Frauen kommen vorzeitig in die Wechseljahre. Also du siehst, das sind gar nicht so wenig. Da lohnt sich schon, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Normalerweise kommst du zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr in die Wechseljahre. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 52 Lebensjahren, wo dann die Wechseljahre eintreten. Kommst du aus einer Familie, wo alle Frauen deutlich früher in die Wechseljahre gekommen sind und du nimmst noch die Pille, solltest du ab und zu einmal abklären lassen, ob du auf dem Weg in die Wechseljahre bist. Unter Pille merkst du Wechseljahre nicht. Du bekommst deine Hormone, das heißt, du bekommst die Hormonausfallserscheinungen nicht. Du bekommst durch die Hormone regelmäßig deine Periode. Damit ist immer alles, wie es war. Bis du dann die Pille absetzt und die Periode nicht mehr eintritt. Davor bewahrt dich, wenn du dir ab und zu mal einen AMH-Wert abnehmen lässt, das Anti-Müller-Hormon. Das Anti-Müller-Hormon beschreibt deine ovariellen Reserven im Eierstock und kann dir einen Hinweis darauf liefern, wo du wechseljahrestechnisch stehst oder auch nicht stehst. Deshalb, wenn du aus einer Familie kommst, wo das gehäuft auftritt, lass dir unter Pille ab und an mal einen AMH-Wert abnehmen, damit du weißt, ob du auf dem Weg in die Wechseljahre bist oder nicht. Mehr zum Thema AMH-Wert findest du in 2 Videos, die ich schon gedreht habe und die schon veröffentlicht sind. Schau einfach mal nach. Was hast du denn jetzt für Symptome, wenn du in die Wechseljahre kommst? Oder was sind das für Symptome, auf die du achten solltest? Das eine sind die Schlafstörungen. Wenn du nachts wach liegst, du kommst gut in den Schlaf, wachst irgendwann mitten in der Nacht auf, das Gedankenkarussell fährt und du schläfst nicht mehr ein und bist am nächsten Morgen gerädert, dann kann das ein Hinweis auf die Wechseljahre sein. Solltest du allerdings gerade irgendwie Probleme haben an der Arbeit oder sehr viel Stress, dann würde ich das jetzt nicht auf die Wechseljahre, sondern auf die Lebensumstände schieben. Und es sollte auch eine Weile bestehen, dass du nicht gleich dann, wenn du einmal eine Nacht nicht geschlafen hast, zum Frauenarzt läufst. Aber besteht es länger, ist das etwas, was man vielleicht mal abklären könnte. Auch Hitzewallungen sind ganz beliebt. Da läufst du plötzlich knallrot an, schwitzt, der Schweiß läuft dir den Nacken runter, steht auf der Stirn und du denkst, was ist denn jetzt los? Ich habe mich nicht angestrengt und schwitze. Was sollen die lieben Kollegen denken? Wenn das öfter vorkommt, dass du Schweißausbrüche bekommst, besonders im Gesichtsbereich, ohne dass du dich anstrengst, ist das auch etwas, was man abklären lassen kann. Die Stimmungsschwankungen werden dir meist dann von der Umgebung nahegelegt. Da heißt es immer, du bist so launisch, man weiß bei dir gar nicht, wo man dran ist. Du bist so schnell auf 150, so kenne ich dich gar nicht. Und dann, wenn die anderen weg sind, sitzt du in der Ecke und heulst Rotz und Wasser und bist unheimlich zart beseitigt. Das ist Wechseljahre live. Filme, über die du früher gelacht hast, weil die so kitschig sind, rühren dich heute zum Heulen, dass du nicht mehr weißt, wie viel Tempos du verbraucht hast am Ende des Filmes. Also wenn solche Stimmungsschwankungen auftreten, solltest du auch mal überlegen, ob das etwas ist, was so Richtung Wechseljahre geht. Du verstehst dich prima mit deinem Partner, ihr liebt euch, du bist gerne mit ihm zusammen, aber du hast keine Lust auf Verkehr mit ihm. Auch das kann mal ein Zeichen für vorzeitige Wechseljahre sein, wenn das länger anhält. Wenn es stressbedingt ist, okay, aber wenn es länger ohne Grund anhält, dann solltest du vielleicht auch mal zum Frauenarzt gehen und solltest es abklären lassen. Ein ganz heikles Thema ist das Thema Gewichtszunahme. Ich kenne eigentlich keine Frau, die mit ihrem Gewicht zufrieden ist, mich eingeschlossen. Aber wenn du plötzlich ohne deine Lebensgewohnheiten zu ändern, ohne deine Essgewohnheiten zu ändern, ohne deine Sportgewohnheiten zu ändern, stark an Gewicht zunimmst, kann das eben auch mal ein Hinweis auf ein sich verschiebendes Hormongleichgewicht sein und damit ein Hinweis auf die Wechseljahre. Auch da dann mal nachgucken lassen, wenn das länger besteht. Nachgucken lassen, ja, was passiert denn dann? Im Prinzip ist es eine Diagnostik aus dem Blut, das heißt, du nimmst 2 Hormonwerte ab, follikelstimulierendes Hormon, das geht hoch und den Östrogenwert, das geht runter. Ein Wert wird in der Regel nicht reichen, weil das sehr schwankend ist. Du kannst zusätzlich noch den AMH-Wert abnehmen, dann hast du noch ein bisschen mehr Sicherheit, den Hormonstatus musst du aber 2 bis 3 Mal abnehmen. Wenn da aber schon kippelige Werte rauskommen, ist das ein Hinweis für dich, wenn du Kinderwunsch hast, dass du da vielleicht ein bisschen Gas geben solltest. Die Ursachen sind zum einen, das hatten wir schon besprochen, familiär. Also wenn du in einer Familie lebst, wo viele weibliche Familienmitglieder früh in die Wechseljahre gekommen sind.
dann vielleicht einmal einen AMH-Wert bestimmen lassen. Da hilft Nachfragen, Mama, Tante, wann bist du in die Wechseljahre gekommen? Und du hast es relativ schnell raus. Chemotherapien und Bestrahlungen können die Eierstöcke schädigen. Ich hoffe, dass du beides nicht hattest. Heute werden bei der Bestrahlung des Beckens die Eierstöcke oft nach oben verlagert. Und bei einer Chemotherapie kann es auch sein, dass dann dir vorgeschlagen wird, dass du Eierstockgewebe einfrieren lässt, um da dann hinterher Eizellen draus zu gewinnen für eine Schwangerschaft. Wirkungsvoll vorzeitig in die Wechseljahre kommst du mit dem Rauchen. Rauchen vernichtet deine Eizellen und führt dich 3 bis 5 Jahre früher in die Wechseljahre. Also wenn du Kinderwunsch hast, ist das ein No-Go. Wenn jetzt bei dir ein Wechseljahres oder eine Tendenz zu Wechseljahren festgestellt worden ist und deine AMH ist sehr niedrig, dann ist das natürlich etwas, was erstmal so ein bisschen schockiert. Aber wenn du den AMH-Wert einer 50-jährigen Frau hast und du bist 35 und ich habe gerade so einen Fall, dann sind deine Eizellen auch 35, die der 50-Jährigen sind 50. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, Chaka, ich möchte noch ein Kind kriegen, dann solltest du beherzt deine Kinderwunschtherapie angehen, denn du hast deutlich bessere Chancen aufgrund der Tatsache, dass deine Eizellen jünger sind, zu einer Schwangerschaft zu kommen, wie die Frau, die mit 50 den gleichen AMH-Wert hat wie du, weil deren Eizellen sind halt deutlich älter und damit haben sie auch schon öfter Chromosomenschäden. Also wenn du einen niedrigen AMH-Wert hast, wenn du Anzeichen der vorzeitigen Wechseljahre hast, dann solltest du dich schnell zu einer Therapie entscheiden. Ansonsten wünsche ich dir, dass ich dieses Video völlig umsonst gedreht habe, dass du keiner der Symptome hast, dass du nicht in die vorzeitigen Wechseljahre kommst und dass du relativ schnell dein Wunschkind in den Armen hältst. Ich wünsche dir alles Liebe. Deine Heidi.